Ja, hallo liebe Abonnenten, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe mir was Kleines Neues einfallen lassen und zwar hat sich das auch ein Abonnent gewünscht und ich habe gedacht, natürlich, das machen wir. Und zwar geht es hier um den Video darum, was braucht man als Commander-Spieler für Sachen, was rate ich euch zu kaufen, was würde ich euch nicht raten zu kaufen und ja, wie sieht es insgesamt einfach aus mit den ganzen Produkten. Ja, dann fangen wir zuerst mal an mit den Hüllen. Hüllen gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Ich habe hier mal ein paar. Wir haben jetzt zum Beispiel von Ultra Pro hier Xenagos Hüllen, 80 Stück. Da gibt es ja verschiedene Ultra Pro Hüllen, hier jetzt mal in Silber. Dann gibt es ja die aus dem Modern Event Deck. Dann gibt es ja, MKM gibt es natürlich, gibt es ja auch, hat ja auch eigene Hüllen. Also ich will gerade mal gucken, was gibt es denn noch. Ja, dann gibt es hier noch von KMC auch 80 Stück drin. Und dann gibt es von Dragon Shield noch. Es gibt also ganz, ganz viele verschiedene Hüllen. Das zähle ich euch jetzt nicht alle oder werde euch nicht alle zeigen. Hab leider auch nicht alle zu Hause. Ich habe hier zum Beispiel noch farblose 50 Stück von Deck Protector, von Ultra Pro. Was rate ich euch davon, was würde ich euch davon nicht raten zu kaufen? Ganz einfach, wenn ihr euch sowas kauft wie diese von Ultra Pro oder von KMC, das Problem ist, es sind 80 Hüllen drin und wir brauchen auf jeden Fall 100 Hüllen. Und ja, ich finde, das eignet sich nicht ganz so gut, weil man dann natürlich zwei Packen kaufen muss, mindestens, dann hat man 160 Hüllen. Man könnte sich da natürlich überlegen, dann insgesamt für 5 Decks das insgesamt 5x80 zu kaufen. Dann haben wir 400 Hüllen, dann würde das Ganze wiederum passen. Für eure normalen Decks natürlich würde ich euch da schon irgendwelche Hüllen empfehlen. Von Ultra Pro kann man das zum Beispiel kaufen mit 50er Packs. Ich würde euch hier an dieser Stelle die Dragon Shield empfehlen, weil da einfach sogar ein bisschen mehr immer wie 100 Stück drin sind. Falls doch mal eine kaputt geht, falls ihr das wirklich schafft. Ja, soweit zu den normalen Hüllen. Ich denke, das bleibt jedem selbst überlassen, Motiv und alles. Wie gesagt, ich rate euch da einfach zu Dragon Shield. Von der Qualität her sind da ja KMC und Dragon Shield eher führend von der Qualität. Und ja, Ultra Pro ist nicht ganz so gut von der Qualität. Dann würde ich doch sagen, wenn ihr natürlich als Commander-Spieler habt man natürlich auch mal ein bisschen teurere Karten, hat man natürlich auch in anderen Formaten. Casual vielleicht ist nicht das Format, wo man jetzt die teuersten Karten hat. Von daher, wie schütze ich meine Karten am besten? Ich habe meine Karten, ich habe jetzt gerade mein Deck nebenbei hier, ein Energiefeld. So, und wie habe ich das gemacht? Ich habe es Double Sleeved. Hier, ich habe einmal die Karte so rum in die Hülle gesteckt. Und dann in die Dragon Shields, in die blauen, so rum wieder reingesteckt. Das heißt, wenn ihr hier oben dran kommt, stoßt auch nichts ab. Und wie macht man das am besten? Ich habe hier zum Beispiel von Ultra Pro gibt es die Profit Sleeves. Sind relativ günstig, was man dazu sagen muss. Es sind zwar 100 Stück drin, aber man muss immer ein paar wenige wegschmeißen, 5 bis 10 Stück, weil die nicht so hundertprozentig exakt geschnitten sind. Das heißt, die Karte, wenn ihr die rumsleeft, dass hier unten mal noch ein Stück rauskommt und sie sind ein kleines bisschen zu eng, finde ich. Also, auch wenn die Maße hier eigentlich passen, ist es nicht hundertprozentig optimal. Von daher würde ich euch erraten, hier die ein bisschen mehr Geld auszugeben, sind gar nicht so teuer. Die Perfect Size Sleeves passen wunderbar, könnt ihr eure Karten wie hier, dass ihr es seht auf der Karte, einfach wunderbar die Karte in die Hülle stecken, in die Perfect Size und dann in eure Dragon Shield, Ultra Bowl, Camps, die Hülle passt überall rein. Und ja, wenn wir dann, oder beziehungsweise wenn ihr noch eine Billig-Variante, sage ich mal, zu den normalen Hüllen haben wollt, wenn ihr gerade einsteigen wollt, könnt ihr euch auch einfach für 50 Cent hier diese Card Sleeves, diese Ultra Pro Clear Sleeves kaufen. Wenn ihr das möchtet, kosten nicht viel. Und ja, natürlich hat man als Commander auch gerne mal eine Oversized-Karte. Dann gibt es hier von Ultra Pro auch was Nettes. Die Oversized Deck Protector Sleeves sind 40 Stück drin. Könnt ihr natürlich dann euch in eurer Spielrunde kaufen. Und die dann aufteilen, kosten glaube ich so 3 Euro. Und ja, dann habe ich hier gerade mal so eine Hülle einzeln. Die gehen hier an der Seite auf, normale Ultra Pro Hülle. Und da könnt ihr euren Commander reinpacken. Euren Oversized Commander. Finde ich cool, dass es sowas gibt. Gibt es sonst glaube ich nicht. Gibt es sonst glaube ich nur von Ultra Pro. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Dann
machen wir doch weiter mit den Würfeln. Was braucht man an Würfeln? Ich habe es sehr gerne. Ich habe ja, wie gesagt, meine Mammutwürfel hier vom Imps-Shop. Und ja, sind glaube ich 5 cm. Moment, ich guck mal kurz. Oder 55 cm. Gerade mal kurz gucken, wenn wir einen. Wo ist denn? Ja, es sind 55 Millimeter, nicht Zentimeter. Aha. Ich benutze die als meine Lebenspunktewürfel, wenn wir in unserer privaten Spielrunde spielen. Hab dann hier die normalen W20, wenn ich irgendwo Counter drauflegen muss. Oder auch die W6 zum Beispiel von Chessex. Und ja, wenn ihr dann zum Beispiel auch Fans seid, hier gibt es ja die Heldenwürfel auch beim MTG-Discount, wo es dann natürlich hier wir dabei haben. Ich muss gerade mal kurz gucken, wir haben dabei 1W4, 1W6, 1W8, 2W10, 1W12 und 1W20. Mit den 2W10 kann man machen, gibt es zum Beispiel bei uns auch welche in der Spielrunde, die dann hier ihre Lebenspunkte mitlegen, wo man dann natürlich auch bis 100 hochgehen kann. Ja, dann gibt es ja natürlich noch die, ich habe sie da, falls ihr Fan davon seid, diese ganz kleinen Würfel benutze ich nicht. Ich habe zwar ein paar, aber die fallen halt doch leicht um oder man sieht sie einfach. Man kann natürlich auch die ganz normalen W6 nehmen. Wie gesagt, ich würde euch raten, solche Mammutwürfel zu holen. Und falls ihr habt ein paar W20 oder ein paar W6, schickt mir mal Würfel, kann man ja auch aus dem Mensch ärgere dich nicht oder so Spiel rausholen, wo ihr dann eure Counter mitlegen könnt. Ja, soweit zu den Würfeln. Tun wir nicht mal da hoch. So, falls ihr anders eure Lebenspunkte aufschreiben wollt, falls ihr auf einem Turnier seid, gibt es ja vom MTG-Discount so ein Live-Counter-Blöckchen, kostet glaube ich 50 Cent ungefähr. Ja, könnt ihr euch davon gerne kaufen, gibt es natürlich auch andere, könnt ihr auch einfach einen stinknormalen Zettel nehmen. Für Turniere empfehle ich euch immer, die Lebenspunkte aufzuschreiben, dass man es rückverfolgen kann. Und ja, was braucht man noch? Wir haben Hüllen, wir haben Würfel, wir kümmern uns um unsere Lebenspunkte. Noch mehr Kartenschutz, wir brauchen Deckboxen. Deckboxen habe ich euch ja zum Teil schon vorgestellt. Könnt ihr ja auch immer dann gerne noch die anderen Videos dazu anschauen. Es gibt da ganz viele verschiedene Deckboxen. Es gibt hier diese ganz normalen, einfachen Deckboxen von Ultra Pro mit verschiedenen Motiven. Muss man dazu sagen, passt natürlich kein Commander Deck rein. Von daher, ihr nehmt zwei davon. Oder ihr kauft euch einfach die Ultra Pro Deckbox, wo insgesamt 100 Karten auch. Moment. Das heißt, wenn wir jetzt 100 Karten Double Sleeve, das heißt, wenn ihr seht, ich würde jetzt aufmachen, passen auch 100 Karten Double Sleeve mit Dragon Shield und Perfect Size Sleeves von KMC rein auf jeden Fall. Falls ihr dann natürlich nicht so der Fan seid von diesen Plastikboxen, könnt ihr auch euch von Dragon Shield die diese Deckboxen eben kaufen. Gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben. Habe ich euch ja auch schon mal vorgestellt. Und ja, passen natürlich dann auch die, ihr seht, ja, wobei, passen da 100 Karten? Ich glaube, da passen aber nicht ganz 100 Karten. Nee, da passen nicht ganz 100 Karten rein mit Perfect Size Sleeves. Falls ihr Double Sleeved, passen die hier leider nicht ganz rein. Von daher dann lieber die Deckbox. Oder ihr kauft euch den Satin Tower. Habe ich euch auch schon vorgestellt. Wo dann auch, ihr seht es von der Breite her, auch unsere 100 Perfect Size Double Sleeve Karten reinpassen würden. Hier mit dem Würfelfach. Alles super verstaut. Super Produkt. Finde ich immer noch sehr cool, den Satin Tower. Oder falls ihr dann noch eine Oversize Karte dabei habt von eurem Commander, gibt es natürlich, habe ich zum Beispiel auch, da habe ich hier zum Beispiel mein Grimgrin Deck, gibt es hier diese großen Deckboxen, brauchen natürlich sehr, sehr viel Platz, muss man sagen, und hier habe ich ein paar Karten hinten dran, ich bin mir nicht ganz sicher, ob da jetzt 100, ich glaube, da passen nämlich nicht ganz 100 Karten in Double Sleeve rein, ich stelle gerade mal scharf, aber hier hinten könnt ihr eure ganzen Commander dann reinpacken, hier ist mein Grimgrin Deck. Und ja, kostet glaube ich 10 Euro so ein Deckbox, also kostet schon ein bisschen was, aber dafür könnt ihr eure Oversize-Karten-Deckboxen mitnehmen. Oder ihr benutzt ein Fatpack, geht natürlich auch,
Oder falls ihr es ganz, ganz edel haben wollt, kauft euch den Command Tower. Habe ich euch ja auch schon vorgestellt an einem Video, wo ihr oben euer Deck reinsetzen könnt. Hier eure Oversize-Karten, zum Beispiel hier noch eure Würfel. Oder einfach zwei Commander-Decks mitnimmt mit euren beiden Commandern, wo natürlich dann hier alles wunderbar reinpasst. Das sind so die Produkte, die ich euch vorschlagen würde. Ich würde euch vorschlagen. Und zwar meine... Ich tue das gerade mal hier kurz alles sortieren. Mein Vorschlag an euch wäre, was ihr euch aneignet. Um eure Karten gut zu schützen, schlage ich euch vor. Ihr legt euch KMC Perfect Size Sleeves zu. Dragon Shield gibt es auch in vielen verschiedenen Farben, hier in dem Fall Turquoise. Für euren Commander, falls ihr hier eine Oversized-Karte habt, kauft euch die Oversized-Hüllen für eure private Spielrunde und könnt es dann aufteilen oder auch im Laden oder so. Da finden sich immer ein paar Leute, die ein paar Hüllen abnehmen. Soweit zu den Hüllen. Für eure Lebenspunkte, wie gesagt, empfehle ich auf Turnieren ein Lebenspunkte-Blöckchen, wenn nicht in eurer privaten Spielrunde die Mammutwürfel und als Counter W6, W20, da könnt ihr euer ganz entscheiden, was ihr möchtet. Als Deckbox für die Budget-Variante empfehle ich euch die Ultra Pro 100 Plus Deckbox. Falls ihr das Ganze ein bisschen edler haben möchtet und nicht so ganz der Fan seid von diesen Deckboxen zum Aufklappen, würde ich euch den Satin Tower empfehlen. Und wenn ihr natürlich dann noch Oversized Karten habt und noch ein bisschen Kleingeld habt, empfehle ich euch den Command Tower. Das sind so meine Produkte, die ich lieber verwende. Wie gesagt, ich benutze zum Beispiel hier auch natürlich diese Deckbox für ein Deck. Könnt ihr natürlich euch, ist bei mir gesagt wie auch so ein bisschen gemischt. Aber hauptsächlich benutze ich diese Produkte. Zum Beispiel meine ganzen Commander Decks sind alle in Dragon Shield und alle im KMC Perfect Size Leaves. Meine Oversized Commander natürlich in diesen Oversized Hüllen. Hab hier ein paar Decks auch hier drin. Satin Tower benutze ich zum Beispiel selbst jetzt gerade nicht. Hab aber ja ein paar davon. Und benutze noch den Command Tower. Und wie gesagt, die Würfel. Bleibt ja jedem das selbst überlassen. Ja, soweit zu dem Video. Was braucht ein Commander-Spieler an Zubehör? Und natürlich an dieser Stelle vielen Dank an den MTG-Discount. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und bis dahin, ciao!